امضي ودم العروش الطغاة امضي وحارب الطغاة امضي وحارب Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer fahren noch, aber die darin sitzen, sind schon tot. Die Menschen werden ganz schwarz und das Fleisch fällt ihnen von den Knochen. Alles wird sterben. Mensch und Tier und Gewächs. Sogar die Würmer, tief in der Erde, so stark ist das Gift. Was das ist, weiß ich nicht und kann es nicht sagen. Es ist ein langer Strich. Wer drüber geht, stirbt. Die Diesseitens können nicht hinüber und die Drüberen können nicht herüber. Dann bricht bei den Heersäulen diesseits alles zusammen. Sie müssen alle nach Norden. Was sie bei sich haben, werfen sie alles weg. Zurück kommt keiner mehr. Wie ein Dieb in der Nacht wird Gottes Faust uns überraschen. Eine neue Folge von True Christ Endzeit Talk. Viel Vergnügen. Ich grüße euch, Freunde der Prophetien und alle Neuinteressierten meines Kanals. Dieses Video wird eines meiner wichtigeren sein und kann gegebenenfalls Leben retten vor jenen, welche aufmerksam zuschauen, prüfen und dann gegebenenfalls kein unnötiges Risiko eingehen wollen. Allen, welchen sich noch nicht mit biblischen wie außerbiblischen Endzeitprophetien beschäftigten und denen auch Namen wie Alois Irrmeier, Edward Cayce, Katharina von Emmerich, Sibylle von Prag, Martha Shipton, Johansson und viele andere nicht sagen, zunächst eine kurze Erläuterung, worum es bei dem gelben Strich bzw. gelber Wand tatsächlich geht. Der gelbe Strich bezieht sich auf ein Ereignis während des schon bald entstehenden Dritten Weltkriegs, nachdem die Russen bereits in Deutschland einmarschiert sind und sehr schnell Bodengewinne erzielen. Da nach Prophetien beispielsweise von Cayce oder Werdenburg zu diesem Zeitpunkt die USA bereits das Gros ihrer Truppen aus Europa abgezogen hätten, versucht nun die USA, die Nachschublinien der Russen zu unterbinden, indem sie ein hochtoxisches Gift ausbringen. Dies wird meist farblich als gelb bzw. gelb-grünlich beschrieben. Irrmeier beschrieb dies in den 1950ern etwa so. Da steigen aus dem Wüstensand Flugzeuge ohne Männer auf. Es sind Tausende. Sie fliegen wie Tauben und werfen kleine schwarze Kästle ab. Wenn diese auf dem Boden auftreffen und platzen, kommt ein gelber Staub heraus. Er ist so giftig, dass niemand es überleben wird, selbst die Würmer tief im Boden nicht. Die Panzer fahren noch drüber, aber die Menschen in ihnen sind bereits tot. Irrmeier beschrieb in diesem Fall klassische Drohnenschwärme, was in den 1950ern noch völlig undenkbar war. Aber ebenso wie Smartphones, die er, wie auch Sibylle von Prag beschrieben, längst Realität geworden sind. Und auch unsere Leitmedien, wie beispielsweise Spiegel, berichteten ab 2012 häufiger von US-Drohnenstützpunkten, welche in Libyen, Somalia und weiteren Standorten aufgebaut wurden. Durch den Einsatz dieser Massenvernichtungswaffe soll der Dritte Weltkrieg einen anderen Verlauf nehmen und führt in Folge dazu, dass die Russen im Gegenzug durch den Einsatz einer Mega-Nuke zwischen Großbritannien und Skandinavien einen Megatsunami auslösen, der unter anderem den Südosten Großbritanniens mit dessen Großraum London abreißen und ins Meer sinken lassen soll. Dies nur als kleiner Auszug aus hunderten Prophetien, welche den Verlauf des Dritten Weltkriegs sehr eindringlich und teilweise äußerst genau beschreiben. Alle diese Dinge in ein Video unterzubringen, ist unmöglich. Dennoch werden die wesentlichen Dinge in der Faust-Gottes-Reihe angesprochen werden. Speziell zum gelben Strich gibt es hierzu aber ein Special, da der Verlauf des gelben Striches meines Erachtens unbedingt neu zu bewerten ist. Noch bleibt etwas Zeit bis zur heißen Phase des Dritten Weltkriegs. Zeit, welche man nutzen kann, um sich parallel nach Fluchtburgen außerhalb des gelben Striches und anderer Gebiete kundig machen zu können, beziehungsweise diese zu organisieren. Wie viel Zeit lässt sich objektiv aktuell noch nicht abschätzen. Ihr könnt aber von Ende Juli, Anfang August 2023 frühestens bis spätestens Ende Juli, Anfang August 2027 oder 2028 ausgehen. Lassen wir hierzu einfach mal Präsident Biden wirken, der 2022 vor der Presse sagte,
Die Idee ist, dass wir Offensivwaffen schicken und die Flugzeuge, Panzer und Züge von amerikanischen Piloten und Besatzung begleitet werden. Verstehen Sie einfach und machen Sie sich nichts vor. Egal, was Sie sagen, das nennt man den Dritten Weltkrieg, okay? The idea that we're going to send in offensive equipment and have planes and tanks and trains going in with American pilots and American crews, just understand, and don't kid yourself, no matter what you all say, that's called World War III, okay? Klingt für mich durchaus logisch. Nur, was genau machen die USA oder wir Europäer gerade? Die USA liefern Abrams Kampfpanzer und wir Europäer, insbesondere die Deutschen, den Leopard 2. Die Ukrainer bedanken sich dafür und fordern im selben Atemzug nun Kampfjets und Kriegsschiffe. Also exakt dies, was Biden sagte, dass man als Dritten Weltkrieg bezeichnen würde. Und da machen Äußerungen unserer obersten Chefdiplomatin in der Europäischen Ratsversammlung durchaus Sinn, wenn sie dort kurz angebunden und sichtlich genervt behauptete, dass wir Krieg gegen Russland führen und nicht gegeneinander. And therefore I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe, because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Thank you, Madam Minister. Den meisten Menschen wird ein Weltkrieg erst dann bewusst, wenn sie unmittelbar im eigenen Land durch die heiße Phase der Waffeneinsätze damit konfrontiert werden. Bei beiden vorherigen Weltkriegen ging zunächst eine Weltwirtschaftskrise bzw. Weltwirtschaftskrieg voraus. Dies ist auch jetzt wieder der Fall. Und ich empfehle jedem, mein Video Weltwirtschaftskrieg vom 28.03.2022 anzuschauen. Parallel zu einem solchen Weltwirtschaftskrieg startet dann die Meinungsbildung durch Propaganda, um die Bevölkerung der teilnehmenden Staaten allmählich in eine Kriegsbejahung zu bringen. Dies erleben wir bereits unterschwellig und lässt sich gut anhand der zunehmenden Hobby-Militärexperten in den Kommentarbereichen des Mainstream ableiten. Eine solche Phase dauerte bei den vorherigen Kriegen meist 2 bis 4 Jahre. Ob diese nun beim dritten auch so lang dauern wird, ist fraglich. Jedenfalls geben uns die Prophetien zig genaue Hinweise, was alles auch an konkreten Ereignissen diesem dritten Weltkrieg vorangeht. Also, keine Panik nun, aber kommt in die Puschen. Der Timer zum dritten ist definitiv gestellt worden seitens der Verantwortlichen. Die heiße Phase des dritten Weltkriegs wird, speziell auf Deutschland und Österreich gesehen, sehr plötzlich und unglaublich schnell geschehen, was diesen von den beiden Weltkriegen zuvor eklatant unterscheidet. Sobald also die russischen Panzer in Deutschland einrollen, gelingt nur noch sehr wenigen die Flucht. Wer dann erst reagiert, mag sich gegebenenfalls vielleicht noch aus dem tödlichen Bereich des gelben Strichs heraus bewegen können, wird es aber nicht mehr schaffen, die nach Prophetien sicheren Gebiete zu erreichen. Auch wenn ich bislang nie Werbung für ein Produkt machte, empfehle ich euch dennoch, euch das Buch Refugium von Stefan Bernd zuzulegen. Meines Erachtens das am saubersten und sehr gründlich recherchierteste Werk zu diesem Thema. Einziger kleiner Nachteil meinerseits bleibt hierbei, dass auch dort der klassische gelbe Strich beschrieben steht. Ergo dies übernommen wurde, ohne hierzu eine gründliche Recherche zu starten. Ein Link zu diesem Buch, wie auch Stefans YouTube-Kanal, findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte besorgt euch das Buch in Papierform und nicht als Raub-PDF. Zum einen sollte ehrliche und sehr zeitintensive Arbeit unterstützt werden, da niemand mit dieser Thematik als Autor reich werden kann. Zum anderen würde euch eine PDF im Blackout dann eh nichts mehr nutzen. Und wer das Geld hat für Toner und Papier, um die PDF auszudrucken, kann es sich gleich auch im handlicheren Original zulegen. Und wer weiß, vielleicht schaut auch Stefan dieses Video und mag gegebenenfalls seine Einstellung zum gelben Strich nochmal überarbeiten oder überlegen. Würde mich freuen. Ich bitte die schon länger sich mit Prophetien beschäftigen Freunde meines Kanals für die etwas längere Einleitung um Geduld. Hab bitte Nachsicht mit mir. Aber rund die Hälfte der aktuellen Abonnenten haben sich zuvor vermutlich nie mit Endzeitprophetien beschäftigt. Und zudem werden sich die wenigsten von Ihnen vorstellen können, dass wir noch dieses Jahrzehnt den Dritten Weltkrieg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchleben müssen.
Sie stießen in diesem Kanal hierzu wegen des Videos Acheta Domesticus, da sie sich noch mit den direkt vor ihnen liegenden Problemen beschäftigen und eben noch nicht euer Vorwissen hierzu, also zum Dritten Weltkrieg, haben. Dies sieht anders bei meinem Glaubensbruder Milan aus. Dieser textete mich am 01.01.2023 über Telegram an und bat um ein Telefonat, da er gerne meine Meinung einholen wollte zu seiner Frage. Milan lebt im Großraum München und erwog einen Umzug nördlich der Donau, aber sehr provinziell gelegen, und wollte dies im Hinblick zum gelben Strich mit mir abklären. Als Vater zweier Kinder und Ehemann ist ihm sehr daran gelegen, seine Familie möglichst behütet unterzubringen. Für alle Neuabonnenten hier: München ist laut allen Prophetien die einzige Metropole Deutschlands, welches von den direkten Kriegsereignissen vollkommen unbehelligt bleiben soll. Dennoch wird es auch dort zu massiven Plünderungen kommen und sich die Menschen gegenseitig zu bestimmten Zeiten selbst wegen eines Brotes erschlagen. Daher erwog Milan den Umzug aufs Land und gab mir die angepeilte Adresse zum Abgleich durch. Diese überprüfte ich einerseits aufgrund ihrer Höhenlage und möglichen höheren Gebirgsabschnitten, zu denen er im Fall des herannahenden Tsunamis kurzfristig flüchten könnte. Zum anderen insbesondere auf den Verlauf des gelben Striches, so wie dieser aktuell von allen namhaften Auslegern gezeichnet wird. Das Gespräch war angenehm und umfassend unter uns Glaubensbrüdern, bar jedem Zeitdruck. Der gelbe Strich sollte jedenfalls keine Gefahr für ihn im Falle eines Umzuges darstellen. Dachte ich zumindest. Damit wäre die Sache eigentlich erledigt gewesen. Eigentlich. Denn ich habe die nervige Angewohnheit, wenn mich jemand um Rat fragte, meinen Rat anschließend selber nochmals zu hinterfragen. Letztendlich fand ich erst zum Morgengrauen in den Schlaf und nach selbigen kurzen kreisten meine Gedanken weiter um das Thema. Meinen Ratschlag revidierte ich daraufhin Milan gegenüber und komme nun, circa 4 Wochen später, dazu, euch meine Überlegungen mitzuteilen. Ab jetzt wird das Video-Bildmaterial für viele langweiliger, da ich nun ausschließlich aus Karten und Symbolen basteln muss, ohne entsprechende Handy-App dazu. Dies braucht locker 20 Stunden extra, sodass ich keine weiteren Clips ab hier einschneiden werde. Schaut euch bitte die Karten wie auch Screenshots ab hier sehr genau an, während ihr mir aufmerksam zuhört, und prüft dann selber. Aber wechseln wir nun endlich zum Eingemachten und prüfen das Dogma des gelben Strichs. Vor dem Dritten Weltkrieg aus deutscher Sicht, ergo dem Einmarsch der Russen auf unser Gebiet, passieren einige Dinge, welche jedes für sich bereits den Menschen Leid bringt, scheinbar aber nichts mit dem gelben Strich zu tun haben soll. Bevor Russland nämlich in Zentraleuropa über Deutschland einmarschiert, wird es zunächst seine Flanken sichern. Dies geschieht in der Südflanke einerseits durch ein stärkeres Bündnis mit dem Iran, wie auch dem gleichzeitigen Einmarsch in die Türkei. Dieser Feldzug passiert den meisten Prophetien nach etwa 5,5 bis 6 Monate vor dem russischen Einmarsch nach Deutschland. Einige wenige Texte sehen das türkische Fiasko nur wenige Tage hier vor, also vor dem Einmarsch. Der Grund für den russischen Einmarsch in die Türkei und Israel bleibt zunächst folgenlos, da die NATO in dieser Frage handlungsunfähig ist. So beschrieben Pater Piasios und viele andere, dass die Türkei zunächst wegen Differenzen zur Seemeilenzone in der östlichen Ägäis Griechenland angreifen würde und zugleich auch Israel durch Syrien kommt. Da die Türkei zu dem Zeitpunkt weiterhin NATO-Mitglied sein wird, auch wenn jetzt einige Großkanäle auf YouTube anderes suggerieren, wird die NATO weder für Griechenland noch der Türkei aktiv werden. Allerdings kommt das orthodoxe Russland den Griechen zu Hilfe und besiegt die Türkei innerhalb kürzester Frist. Nicht vergessen, auch die Griechen sind orthodox. Also völlig anders, wie wir es nun seit 11 Monaten in der Ukraine gezeigt bekommen. Da die Türkei gleich nach den USA das zweitgrößte Militär der NATO haben, sollte uns dies zu denken geben. Jedenfalls wird die Türkei aufgelöst. 1/3 bekommt Griechenland und Istanbul wird wieder Konstantinopel, auch wichtig. 1/3 bekommt Armenien und 1/3 die Kurden. Russland als eigentliche Siegesmacht bekommt nichts. Da die Russen aber auch in Israel die Türken schlugen und nun verstimmt sind, dass sie noch nicht einmal einen Zugang zum Mittelmeer bekommen sollen, bleiben sie dort weiterhin stationiert, zum Ärger des Westens. Irmeier selber sprach davon, dass den Russen nun ein 6-monatiges Ultimatum gestellt würde,
sich wieder aus Israel zurückzuziehen. Ansonsten ein Krieg gegen Russland erklärt werden müsse. Russland ignoriert diese Drohung und es kommt nun zu zweierlei. Zum einen sammeln sich die Flotten der meisten Länder im Mittelmeerraum und stehen sich dort drohend gegenüber. Zum anderen wächst nun, wieder im Gegensatz zum Ukraine-Konflikt, bei den Menschen die Angst vor einem möglichen Dritten Weltkrieg. Es kommt weltweit zu Friedensdemos und alle Welt ruft irrliegemäß Shalom. Wir halten fest, dass nun Russland letztlich faktisch die Südflanke gesichert hat. Kurz vor Ende des Dritten Weltkriegs scheint sich die Lage wieder zu beruhigen. Eine große Friedenskonferenz in der Stadt mit den vier Türmen wird angekündigt und die Menschheit geht abends schlafen in dem sicheren Gefühl, dass die Kuh nun wieder vom Eis sei. Allerdings wird in dieser Nacht der dritte Hochgestellte umgebracht, worauf die Amis den Russen sofort den Krieg erklären und der Russe bereits Stunden später in Deutschland stehen und die Nordflanke in Skandinavien überrollt haben wird. In den Prophetien heißt es, die Menschen sitzen noch beim Frühschoppen im Wirtshaus zusammen, da schauen die fremden Soldaten bereits durchs Fenster hinein, bezogen auf die Gegend Passau Richtung Regensburg. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wie Frühschoppen heute, gibt es auch kaum noch Kneipen, kein Frühschoppen, ist alles Internet. Ja, wenn vorher das Internet abgeschaltet, zusammengebrochen ist, durch Unruhen europaweite, durch eine Wirtschaftsrevolution, digitale ID-Gedöne, Blackout und allem, was mit einhergeht, dann informieren die Menschen sich wieder im Gespräch miteinander, so wie es das von früher her kann. Und dann werden sie sich auch wieder in Wirtshäusern zusammensetzen. Das wird also wieder ganz normal sein zu dem Zeitpunkt. Jedenfalls, die NATO ist völlig überrumpelt. Nicht vergessen, die USA mussten zuvor wegen anderer Probleme das Gros ihrer Soldaten aus Europa abziehen. Die europäischen NATO-Truppen hatten sich bereits wieder auf Friedensmodus eingestellt. Russland aber, vorausschauend, diese Schwächen genutzt und sofort nach diesem Attentat bzw. der Kriegserklärung zugeschlagen. Entsprechend sind ihre Geländegewinne in Zentraleuropa enorm und sie stoßen maximal binnen 48 Stunden bis zum Rhein vor. Die russische Streitmacht kommt über 3 Stoßkeile nach Deutschland. Der untere Heerwurm kommt über den Wald daher, zieht sich dann aber nordwestlich der Donau hinauf. Die Linie ist etwa Prag, Bayerwald und Nordwesten. Das blaue Wasser, gemeint ist die Donau, ist die südliche Grenze. Der zweite Stoßkeil geht von Ost nach West über Sachsen. Der dritte von Nordosten nach Südwesten. Bei diesem Text lesen wir zum ersten Mal etwas von Prag, welches seit Jahrhunderten in etlichen Prophezeiungen Bezug nimmt auf den Dritten Weltkrieg erwähnt wurde. Ob vom blinden Jungen von Prag, etwa aus dem 14. Jahrhundert, Sibylle von Prag, etwa 1616, Mühlhasel, etwa 1800 oder von Irrmeier, etwa 1950, um nur einige der bekanntesten Seher und Seherinnen zu erwähnen. Allen Quellen ist gemein, dass Prag derart verwüstet würde, dass nach dem Dritten Weltkrieg niemand mehr erahnen könnte, wo Prag einst genau stand. Dies dürfte unter anderem darin begründet sein, dass die russische Heeresleitung ihr Hauptquartier in Prag beziehen dürfte. Somit ist zum einen bereits seitens der Amerikaner daran gelegen, alles Leben in Prag auszulöschen, wie auch später den Chinesen, welche während des Dritten Weltkriegs die Seiten wechseln und insbesondere im süddeutschen Raum, Böhmen bis Prag, ganz massiv die Russen bekämpfen. Speziell im Raum Prag soll es mehrere Atomwaffenexplosionen geben, welche Berge zu Tälern einebnen. Zum anderen hieß es zuvor, dass der untere Heereszug etwa in Höhe Prag nach Deutschland einfallen würde. Etwa ist nicht nur recht ungenau in diesem Fall, sondern deckt sich keineswegs mit recht ausführlichen Aussagen Irrmeiers, unter anderem welche russische Panzerkolonnen über die Salzburger Autobahn nach Deutschland einfallen und die dort im Stau stehenden Autos samt Flüchtlingen unter sich plattrollen würden. Irrmeier erwähnt in diesem Zusammenhang explizit, Zitat, ach, wären sie doch bloß zu Hause geblieben. Auch geostrategisch macht die Linie Salzburg-Deutschland für den unteren Heereszug Sinn. Wir erinnern uns. Nur wenige Zeit zuvor hatte Russland die Türkei besiegt, wodurch somit eine relativ große Masse an russischen Panzern in Südeuropa vor Ort war. Zwar lief das Ultimatum und Russland gab die Türkei auf, nicht jedoch einen Teil Israels. Aber irgendwohin müssen die russischen Einheiten ja verschoben werden.
Und wenn es zunächst nur zu den befreundeten Serben wäre, möglicherweise mit dem Argument, diesen notfalls im Balkankonflikt beistehen zu werden. Während des Ultimatums sammeln sich gleichzeitig die Flottenverbände sehr vieler Länder, hierbei mit Schwerpunkt von der Adria bis zur israelischen Küste. Schätze daher, dass Early den unteren Heereszug völlig korrekt über die Salzburger Autobahn kommen sah. Nur liegt Salzburg eben nicht mal etwa in Höhe Prag. Wenn wir uns in Bezug auf Irremeyer nur auf die Aussagen zu Prag wie auch der Goldenen Stadt beziehen, gibt es scheinbar einige Widersprüche. Meines Erachtens aber nur scheinbar, da man ihm seit den 50ern, also 1950ern, nicht aufmerksam genug zuhörte, beziehungsweise etwas fehlinterpretierte. Der erste eklatante Fehler wurde hierbei meiner Meinung nach von Konrad Adelmeier in der Schrift »Blick in die Zukunft, zweite Auflage, Traunstein, 1950« gemacht. Dort heißt es wörtlich: »Aber dann kommen die weißen Tauben und es regnet auf einmal ganz Geld vom Himmel herunter. Eine klare Nacht wird es sein, wenn sie zu werfen anfangen. Die Panzer rollen noch, aber die Fahrer sind schon tot. Dort, wo es hinfällt, lebt nichts mehr. Kein Mensch, kein Vieh, kein Baum, kein Gras. Das wird welk und schwarz. Die Häuser stehen noch. Was das ist, weiß ich nicht und kann ich nicht sagen. Es ist ein langer Strich. Wer darüber geht, stirbt. Von Prag geht's hinauf bis ans große Wasser in eine Bucht. In diesem Strich ist alles hin. Dort, wo es angeht, ist eine Stadt ein Steinhaufen. Den Namen der Stadt darf ich nicht sagen. Nachdem sehe ich, dass niemand mehr rüber kann. Die herüben sind, können nicht mehr zurück. Die drüberen können nicht mehr herüber. Dann bricht bei den herüberen alles zusammen. Zurück kommt keiner mehr.« Er schreibt, von Prag geht es hinauf bis ans große Wasser in eine Bucht. Das Wort Prag dürfte hierbei Adelmeiers Herausgeberinterpretation zu verdanken sein, denn wörtlich sprach Irremeyer nie von Prag, sondern stets von der goldenen Stadt. Adelmeier verwendete diese beiden Begriffe aber synonym und etliche Zeitungen und Autoren folgten dieser Umformulierung dann bis zum heutigen Tag. So auch der heute wohl bekannteste Irremeyer-Experte Stefan Berndt, der zwar schreibt, goldene Stadt, in Klammern aber Prag, Anmerkung des Autors. Weiter schrieb Adelmeier: »Dort, wo es angeht, ist eine Stadt ein Steinhaufen. Den Namen der Stadt darf ich nicht sagen.« Das würde ebenfalls dafür sprechen, dass nicht Prag mit der goldenen Stadt gemeint sein kann. Denn bis zum Einsatz des gelben Striches ist Prag keineswegs verwüstet, geschweige denn ein Steinhaufen. Schließlich sind die Russen bei ihrem Vormarsch drückend überlegen und bereits in kürzester Zeit bis zum Rhein vorgedrungen. Der Westen konnte bis zum Einsatz des gelben Strichs nicht ansatzweise gegenhalten und die USA hatte bereits wegen einiger Naturkatastrophen einen Großteil ihres europäischen Militärs zurückgezogen und wird sich zum selben Zeitpunkt gegen russische und chinesische Verbände wehren müssen, welche Kanada durchquerend nördlichen USA einfallen. Aber zurück nach Europa. Mit Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs, bezogen auf Süd-, Mitteleuropa und Skandinavien, rollen hier endlos scheinende Kolonnen an Panzer, mechanisierte Infanterie wie auch Artillerie sowohl über die drei Heereszüge der oberen Flankensicherung wie auch über das Mittelmeer kommt durch Italien. Kurz vor diesen aufeinander eingestimmten Ereignissen kommt es in Italien und Frankreich zu einem Bürgerkrieg, in dem kommunistische Strömungen versuchen, die rote Fahne gewaltsam in beide Staaten zu etablieren. Dies führt unter anderem dazu, dass in Frankreich die eigenen Bürger große Teile Paris abfackeln werden und in Rom der Vatikan gestürmt wird, worauf dem Papst neben weniger wie einer Handvoll Kleriker gerade noch die Flucht gelingen soll. Russische Verbände werden gerade in Italien sehr schnell einrücken können. Erinnern wir uns an die Flottenverbände im Mittelmeer, welche sich dort sammelten, und die rote Flagge wird definitiv auf dem Petersdom gehisst werden. Erinnern wir uns ebenso, dass die Türkei innerhalb der NATO die zweitgrößte Militärmacht ist, welches problemlos ein Heer von 1 Million Soldaten vorweisen kann. Die stärkste Militärmacht der NATO, die USA, wird sich zu diesem Zeitpunkt bereits fast komplett aus Europa zurückgezogen haben. Da Russland aber innerhalb weniger Tage die Türkei mit rein konventionellen Waffen besiegt haben wird, lässt uns dies erahnen, wie viel russisches Militärgerät sich in den Ländern zwischen der Türkei bis hoch nach Serbien befinden muss zu diesem Zeitpunkt. Mit dem Einsatz des gelben Striches als Massenvernichtungswaffe soll aber der russische Nachschub komplett unterbunden werden.
Könnte das gelingen, wenn dieser lediglich von Prag bis hoch nach Stettin, Rostock oder Danzig ginge? Meines Erachtens sicher nicht, da sowohl die Trasse Salzburg-Deutschland weiter nutzbar wäre und selbst noch östlich stehende Verbände des 1. und 2. Heereszug lediglich ein wenig südlich steuern bräuchten, um die gelbe Wand letztendlich umfahren zu können. Wenn aber nicht Prag mit der goldenen Stadt gemeint sein könnte, was dann? Schließlich sind für Menschen unserer Generation, dank Karl Gott, wie auch der Tourismusbranche, goldene Stadt und Prag mittlerweile synonym zu verwenden, seitdem Kaiser Karl IV. Die Türme Prags vergolden ließ. Prag erfuhr somit insbesondere durch eine weltliche Begriffsprägung und quasi Mein Ka-Ultra-mäßigen Konditionierung das Privileg, dass seit etwa 70 bis 90 Jahren anfangs viele und heute nahezu alle diese Stadt als die goldene Stadt assoziieren. Aus christlicher Sicht war dies jedoch nie wirklich der Fall. Alois Irlmeier wurde 1894 in einfachen Verhältnissen geboren und wuchs als strenggläubiger Katholik auf, auch wenn er in späteren Jahren ein teilweise kontroverses Verhalten zum Klerus zeigte. Während seiner Kindheits- und Jugendjahre war er keineswegs Prag, welches bei gläubigen Christen als goldene Stadt bezeichnet wurde, sondern Konstantinopel, welches den Namen Byzanz ablöste. Beschäftigt man sich heute zumindest historisch mit der Entwicklungsgeschichte Byzanz bzw. Konstantinopel, wird man schnell fündig werden, dass Konstantinopel ebenso wie Rom und Jerusalem als eine Stadt auf 7 Hügel gebaut wurde und religionsgeschichtlich über viele Jahrhunderte ähnliches religiöses Konfliktpotenzial in sich trug, wie es beispielsweise im Buch der Offenbarung für die Hure auf den 7 Hügeln beschrieben steht. Wegen der wachsenden Bedeutung der Osthälfte des Römischen Reichs und zur Feier des Sieges über seinen letzten Rivalen, Licinius, der den östlichen Reichsteil bis 324 beherrschte, wurde Byzantion 326 vom römischen Kaiser Konstantin I. zur Residenz ausgebaut und 4 Jahre später am 11. Mai 330 feierlich geweiht. Ich zitiere, sie erhielt den neuen Namen Konstantinopolis, womit die Tradition hellenistischer Könige und früherer römischer Kaiser aufgegriffen wurde, neuen Stadtgründungen den eigenen Namen zu geben, denn das heißt übersetzt Stadt des Konstantin. Zugleich blieb aber auch der Name Byzantion üblich. Zitat Ende. Die Senatoren durften sich dort später die Strahlenden nennen, was symbolisch den Glanz der Sonne und des Goldes widerspiegeln sollte. Es sprengt den Rahmen dieses Videos nun eine ausführliche kulturhistorische Analyse des Byzanz bzw. Konstantinopel hier zu erarbeiten, obwohl dies sicher interessant ist. Kaiser Karl IV. etablierte lediglich mit den Vergoldeten der Türme Prags eine Kopie des Glanzes Konstantin I. Heute kennen die Menschen der Moderne somit zwar fast alle die Kopie, kaum wer erinnert sich aber noch an das Original. Erinnern wir uns aber nochmal zurück. Adelmeier schrieb, dort wo es angeht, ist eine Stadt ein Steinhaufen. Den Namen der Stadt darf ich nicht sagen. Konstantinopel ist heute den Menschen unter dem Namen Istanbul bekannt. Mit ca. 15,5 Millionen Einwohnern ist Istanbul eine Metropole der Türkei und liegt militärisch relevant am Bosporus, womit somit die Kontrolle zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer ausgeübt werden kann. Istanbul, vormals Konstantinopel, verbindet zudem Europa und Asien und liegt geografisch auf beiden Kontinenten. Eine sehr interessante Stadt, welche ich bereits bereiste und mir nicht nur die Hagia Sophia, sondern auch die Blaue Moschee nebst vielen weiteren Bauten anschaute. Natürlich wird in dem wenige Monate vor dem Einmarsch der Russen in Deutschland für uns dann stattfindenden Dritten Weltkrieg es insbesondere Istanbul sein, welche sehr hart umkämpft werden wird während des türkisch-griechisch-russischen Krieges. Für mich naheliegend, dass diese Stadt dann einem Steinhaufen sehr ähnlich sehen dürfte. Prag jedenfalls ist bis zum Einsatz des gelben Striches definitiv noch kein Steinhaufen. Wie würde es aber ausschauen, wenn der gelbe Strich von Konstantinopel, heute noch Istanbul genannt, bald aber wieder seinen alten Namen zurückerhaltend, über Prag in einer Linie bis zur Stadt an der Bucht gehen würde und würde dadurch der russische Nachschub nachhaltig unterbunden werden. Schauen wir uns diesmal an. Bei diesem möglichen Verlauf, wie auf dieser Karte dargestellt, würde tatsächlich der russische Nachschub zu Lande komplett unterbunden werden können,
da nun auch die Trasse des dritten Heereszuges nicht weiter von nachrückenden russischen Panzerkolonnen aus Serbien, Rumänien oder sonst wo aus dem Osten kommt, durchbrochen werden könnte. Allerdings würde dieser gelbe Strich nun ein deutlich größeres Gebiet verwüsten und zudem etliche Millionen Tote mehr als Blutzoll fordern. Wäre es dies den Amerikanern wert, um das Kriegsgeschehen wenden zu können? Ich befürchte ja, denn letztendlich hat auch die USA keine Freunde, sondern stets Interessen. Als einzig möglich verbleibender Nachschubweg bliebe bei diesem Modell lediglich noch der Seeweg im Mittelmeer übrig, um den Fluss russischen Militärgeräts nach Italien und Frankreich landen unterbinden zu können. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang andere Aussagen einiger Seher, welche explizit mehrere Atomwaffenexplosionen in der Adria beschrieben. Dies macht in diesem Szenario hier Sinn. Denn kurz bevor das Ultimatum vor dem Dritten Weltkrieg ablaufen würde und sich eine allgemeine Friedenssicherheit bei den Bürgern wieder einstellen würde, könnten beispielsweise die Russen ihre Flotte bereits ein Stück von der italienischen Küste wegbewegt haben, was die Medien begeistert als Zeichen der Entspannung sehen würden. Tatsächlich dann aber zeitlich perfekt getimt wäre, um zu Beginn der heißen Phase des Dritten Weltkriegs, bezogen auf Zentraleuropa, dann in der Adria anlanden zu können. Erst durch einen gewaltigen Waffeneinsatz in der Adria würde auch diese dann etwa zeitgleich zum gelben Strich einzig verbliebene Nachschubmöglichkeit zerstört werden. Da die USA kaum noch nennenswerte konventionelle Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt in Europa verfügen dürften, schließlich erwehren sich zeitgleich in den USA gegen chinesische und russische Truppenverbände, bliebe rein logisch meines Erachtens tatsächlich nur der Einsatz atomarer Waffen in der Adria-Region übrig. Gibt es bei den Hunderten von Schauungen und Texten irgendwo einen Hinweis, der meine Analyse stützen würde? Gibt es, zumindest bedingt. In einem 1991 erschienenen Buch Beeks, Vorabend der Finsternis, wurde ein prophetisches Gedicht abgedruckt, allerdings keine verifizierbare Quelle dazu genannt. Dieses Gedicht nennt sich Lösepreis und ich zitiere es, wenn ich gleichzeitig meine Kartenanalyse zum Vergleich eingeblendet lasse. Der Lösepreis. Friede über Dächern liegt, sanft und leis der Wind sich wiegt. Knospen sprießen an dem Strauch, Falter treibt im Frühlingshauch. Glocke lädt zum Ave-Gruß, Fahrt zur Kirche nimmt leichter Fuß. Unvoll Ehrfurcht trete ich ein, zu des großen Gottes Schrein. Frieden in den Wänden wohnt, tausendfach bin ich belohnt. Mutter lächelt von dem Bild, war mir immer Schutz und Schild. Ich verneige mich vor ihr, viele Rosen gab sie mir. Meine Stirn den Boden streift, Dankbarkeit das Herz ergreift. Mutter, ruf ganz traurig ich, treue Mutter, höre mich. Mutter soll es wirklich sein, Menschheit trinkt Kalvariawein. Gnade birgt das Kirchenzelt, Sinn entgleitet diese Welt. Zukunft vor dem Auge liegt, Geist sich Engel fest anschmiegt. Engel weiset mit der Hand auf ein Wasser, Küstenland. Sieh der Flotten feindlich her, sieh das unheilvolle Meer. Sieh die Kampfestruppen dort, wo des Gottes Kindheit horcht. Sieh, wie rachezürnt sie sind, Shalomgruß verweht im Wind. Hier beginnt der große Krieg, niemand trägt davon den Sieg. Russland nimmt Stadt Belgrad ein, Frankreich, Rom zieht mit hinein. Blitzschnell schlägt der Roten Heer, deutsches Land, vor Schreck ohne Wehr. Panik lärmt der Freundesmacht, es umfängt sie Todesnacht. Frommer Herrscher sich dann fängt, Schlacht am seidenen Faden hängt. Mut und Stütze er erhält von der betend Christenwelt. Todesstreifen legt der West, von dem Schwarzmeer bis zur Küst. Halb so breit wie Bayernland, alles Leben dort entschwand. Sofia, Prag und Hansestadt, Gottes Hand geschlagen hat. Gelber Staub nach Osten weht, Tod der Seuchen mit ihm geht. Engel zeigt mit seiner Hand auf die Wüste, die entstand. Wassermangel, größte Not, Bild des Grauens sich mit Boot. Halte ein, ich sage hier, Not zerreißt das Herz in mir. Engel, muss dies alles sein, gibt's kein Mittel von der Pein. Mit dem Engel kehrt zurück, ich zur Kirche voll Fried und Glück. Ave, Ave, spreche ich leis, Ave ist der Lösepreis. Alles Grauen schwand dahin,
mit des Ave heiligen Sinn. Ave ist das Losungswort. Menschheit führt zu Friedensfort. Dies Gedicht unterstreicht meine Gedankengänge, sieht mir jetzt vom Teil Mariens ab, meines Erachtens eindeutig und ist zudem durch die Aussagen Irrmeyers verifizierbar, wenn man diese, losgelöst von Prophezeiungsdogmen, militärisch-analytisch betrachtet. Zudem gibt es etliche weitere Einzelprophezeiungen vieler Seher quer aus Europa, insbesondere aber Deutschland, Tschechien und Frankreich, deren jeweiligen Einzelaspekte ebenfalls diesen möglichen Verlauf des gelben Striches bestätigen würden. Zur Aufverlockerung und fast zum Schluss dieses Videos blende ich euch einen kleinen Clip ein, der zumindest mich zum Lachen brachte. My Lord. Stormtrooper. My Lord. Stormtrooper. My Lord. Yep. My Lord. Aha. My Lord. Jo. My Lord. My Lord. Stormtrooper. 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 Stormtrooper. My Lord. My Lord. Go f*** yourself. My Lord. Go f*** yourself. My Lord. Go f*** yourself. What's that? Symbolisch stelle ich mir auf der aufwärts fahrenden Rolltreppe einen Menschen vor, welcher auf dem Weg zur Arbeit ist und selber noch über die Kunst des freien Denkens und Prüfens verfügt. Ihm begegnet auf der Rolltreppe abwärts dagegen viele konditionierte Stormtrooper, welche auch das Dogma gelber Strich von Prag nach Stadt in der Bucht verinnerlicht haben. Viele meiner Zuseher dieses Videos werden, wenn sie aus dem Kreis der bereits Prophetie-Interessierten stammen, letztendlich Stormtrooper bleiben, da ihnen dieses Video entweder möglicherweise zu lang oder zu inhaltsvoll war, oder aber diese nicht bereit sein werden, ihr Dogma zum gelben Strich hinterfragen zu wollen. Obwohl ich selber mich seit gut 3 Jahrzehnten mit biblischer wie außerbiblischer Prophetie beschäftige, kann ich dies gut nachvollziehen. Denn das Dogma des gelben Strichs hinterfragt ich selber bis zum 01.01.2023 nicht, weil ergo auch selber daher bis zum 31.12.2022 einer dieser Stormtrooper. Und hätte mich mein Glaubensbruder Milan nicht darauf angesprochen, hätte ich dieses Dogma vermutlich bis heute nicht hinterfragt. Letztendlich, da beide Verläufe für meinen Standort keinen Unterschied machen. Dennoch würden Millionen Menschen mehr bei dem von mir hier gezeigten gelben Strich versterben, wie beim Dogma Prag hoch zur Ostsee. Ich ermuntere dich daher, mach's wie ich, lese viel zum Dritten Weltkrieg und hinterfrage alles, selbst vermeintliche Dogmen. Letztlich wird die Fülle der Informationen und der in dir wohnende Geist, die das Plausible zeigen. Sei kein Stormtrooper. Abschließend noch einige wenige Aussagen Irrmeyers und anderen, welche hierbei ebenso relevant sind. Laut Adelmeier sagte Irrli unter anderem, von K aus fliegen die Feuerzungen unermesslich weit nach Nordwesten, nach Westen und nach Süden. Ich sehe sie wie Kometenschweife. Wir haben aber nichts zu fürchten. Nur einmal geht eine Zunge zu kurz und dann brennt eine kleine Stadt ab, dies aber nördlich vom Saurüssel. Die Stadt nannte er auch hierbei nicht, sondern sagte nur K. Zu Lebzeiten Irrmeyers und Adelmeier hieß diese Stadt wie heute noch Istanbul. Aber nach dem verlorenen Krieg der Türken wird sie wieder zu Konstantinopel zurück umbenannt. Dass gerade in diesem Raum, welcher die Zufahrt Schwarzes Meer zum Mittelmeer beherrscht, sich trotz vorgeblichem Rückzug der russischen Flotte kurz vor Ablauf des Ultimatums möglicherweise Schiffe befinden, welche Interkontinentalraketen und Ähnliches verschießen könnte, wäre meines Erachtens zwingend logisch. Von K wie Konstantinopel in diesem Fall aus würden diese tatsächlich nordwestlich verschossen werden und über den Saurüssel hinweg donnern. Warum kann zudem die Aussage stimmen, dass Irrli die Tauben über sich fliegen sah, die dann ab Prag begannen abzuwerfen? Nun, es werden viele Drohnenverbände von unterschiedlichen Basen aus losfliegen, um von Konstantinopel bis hoch zur Bucht ihren Todesstreifen zu ziehen. Der Verband, welcher über Irrli zog, setzte dann wohl die Linie ab Prag fort, wobei Prag dennoch meines Erachtens nicht der Anfang der Linie sein wird. Ebenso gibt es zahlreiche Hinweise weiterer Seher, dass eben auch in anderen Teilen Deutschlands teils kleine Wüsten bzw. Todeszonen entstünden, teilweise auch als schwarzer Schlick beschrieben,
der pfützenartig auftauchen würde und den man nicht berühren dürfe. Und wir erinnern uns auch hier an anderer Stelle, dass das Gras welk und schwarz wurde, nachdem es mit diesem gelben Pulver, sage ich mal, in Berührung gekommen ist. Oder die Leichen, denen fiel das Fleisch von den Knochen und sie wurden schwarz. Überall taucht dann dieses Schwarz auf. Und diese schwarzen Pfützen, die finden wir teilweise auch in Norddeutschland und ganz anderen Stellen, also nicht in der Linie Prag-Ostsee, wo die dann zum Ende des Dritten Weltkrieges hin auftauchen und von Sehern beschrieben wurden. Bei der Linie Konstantinopel hoch zur Deutschen Bucht und dem anschließenden Tsunami, der einiges des gelben Striches wegspülen dürfte bzw. verbreiten dürfte, würden auch diese Aussagen Sinn ergeben. Letztendlich sind jedenfalls alle Seher sich wiederum einig, dass der Einsatz des gelben Striches trotz Millionen Opfer die Kriegswende einleiten wird werden. Dass Russland ab diesem Moment ebenso keinerlei Rücksicht mehr nehmen wird und ebenso sogenannte Tabuwaffen einsetzen dürfte, laut den Prophetien der letzten 500 Jahre, ist nachvollziehbar. Dies betrifft insbesondere die meganukleare Waffe, welche zwischen Großbritannien und Skandinavien ins Meer geworfen wird und letztendlich Südostengland inklusive dem Großraum London auf den Meeresboden sinken lassen wird. Wie auch der zahlreiche atomare Beschuss sehr viele US-Metropolen. Aber dies und viele weitere Ereignisse während des Dritten Weltkriegs wird dann möglicherweise in weiteren Videos aufgearbeitet werden. Trotz vieler Tage Recherchen und Schneiderarbeit am Handy, die ich mit diesem Video hatte, danke ich dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Video komplett anzuschauen. Prüfe es nach. Und wenn du dich bislang noch nicht mit Prophetien zum Dritten Weltkrieg beschäftigt haben magst, fang jetzt damit an und bereite dich vor. Die Vorbereitung und vor allen Dingen Gottes Segen wird letztendlich entscheiden, ob du oder ich zum Neuanfang eingeladen sind oder nicht. Ich wünsche dir daher Gottes reichen Segen im Namen seines Sohnes Jeschua, dem Christus, und würde mich zudem über einen Kommentar, Like oder Abo deinerseits sehr freuen. Da mein Kanal non-monetär ist, sind meine Videos daher Freeware. Gerne darfst du sie dir daher downloaden und diese auch weitergeben, nicht allerdings diese eigenmächtig verändern. Alles Gute wünscht dir, Joe Christ. Och nee, nee, lass mal. Nee, bin da nicht so für, wir sind nicht so.